herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal Alpine Momente. Hinter mir sehe ich in atemberaubender Stimmung den Ortwand vom Hohen Göll und hinten die Nordostwand, die Göll-Ostwand. Skiabfahrt, die ich schon gemacht habe und bei der ich sogar einmal auch abgestürzt bin. Wir gingen heute zwei Routen vom Rossfeld über den Schustersteig und über den Kamin. Die gingen beide übers Burgschellerhaus auf und runter. Weil heuer bereits ein paar Unfälle passiert sind, konkret da in diesem Bereich, habe ich mir dazu entschieden, dass ich das Video gleich einmal rausschneide. Damit habt ihr ganz konkrete Verhältnisse der Touren über den Schustersteig und über den Kamin. Könnt Rückschlüsse ziehen und eure Tour entsprechend planen. Zur Info vorab, das nächste Video wird ein richtig genialer Grat mit richtig bombastischer Stimmung im Nationalpark Hohe Tauern sein, ein richtig geiler 3000er. Wer dieses Video nicht verpassen will, gleich einmal den Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Und vergesst auch nicht, dieses Video hört ihr da mit einem Daumen nach oben oder unten zu bewerten. Und hört ihr viel Spaß, gehen wir auf dem Hohen Göll rauf. Ich habe jetzt da hinten geparkt, Parkplatz 9 ist das. Da herunten ist auch direkt der Parkplatz, der ist allerdings ganz voll. Und unser Weg führt jetzt zuerst einmal Richtung Burgschellerhaus und dann Hoher Göll über Salzburger Steig. Das ist der Schustersteig, Schusterweg, Schusterroute. Beziehungsweise es gibt dann auch andere Varianten. Das ist der Kamin und ich zeige euch beide. Kamin und Schustersteig. Viel Spaß, Leute! Für uns geht es jetzt zuerst einmal in der Senken vom Burgschellerhaus. Die Zeit mit 5 Stunden auf dem Hohen Göll ist, ja, ich würde sagen, einfach sehr touristisch bemessen. Aber das sind dann auch wahrscheinlich die Leute, die an ihre Grenzen kommen. Also besser ein bisschen mehr trainieren und in einer besseren Zeit für die 5 Stunden aufkommen. Die Senke sieht man jetzt auch schon gut, wo es hingeht. Und direkt vor uns baut sich die Göll-Ostwand auf. Zur Göll-Ostwand verbindet mir eine besondere Geschichte. Ich habe da eine richtige Playlist zusammengestellt. Diejenigen von euch, das interessiert, Playlist oben und unten in der Beschreibung verlinkt. Erfahrt ein bisschen was über mich und mein Background. Diejenigen zumindest, die es noch nicht wissen. Der Steig, den man da jetzt nach links weg sieht, das ist der Jagersteig. Zustieg zur Göll-Ostwand. Für uns geht es gerade auf Richtung Burgschellerhaus. Burgschellerhaus, eine Stunde. Da drüben startet 107 Höhenmeter in die Senken runter, 110 auf, alles ja nur Stirn. Könnt ihr euch vorstellen, wie anstrengend das ist, aber da machst du Meter. Sollte auch da. Hinter mir ist das Burgschellerhaus. Das Interessante bei dem Haus ist, dass die Landesgrenze zwischen Österreich und Deutschland genau mitten durchs Haus durchverläuft. Ein angenehmer Wanderweg bis jetzt, der allerdings nach Regenfällen oft lang nass ist. Ab jetzt wird das Gelände alpiner.
schönes gestuftes Gelände da auf. Maximal 1 minus. Das ist das Stück von oben. Und ein bisschen weiter auf geht's noch. Könnte man sogar absichern ein Board. Ja, nach der Stelle geht es wieder ein bisschen gemütlich weiter und wir steuern jetzt die Scharte da vorne an. Da ist jetzt wieder so eine kleine Kraxelstelle. Die kann man definitiv mit dem Monster bewerten, aber auch nichts Spaß. So schaut die Stelle von oben aus. Und jetzt weiter immer den Markierungen folgen. Immer auf die Markierungen achten. Und jetzt da auf. Sogar einmal Stahlseil versichert drauf. Das ist das Gelände von oben, schon ein cooler Tiefblick. Ja, ich habe mir jetzt den Helm aufgesetzt. Jetzt wird es nachher richtig ernst. Es geht zuerst einmal da oben, dann der Viere und dann muss man sich da oben entscheiden, ob man den Kamin geht, der ist weiter links, oder den Schustersteig. Beides ist versichert, beides ist nicht richtig schwer. Ich glaube maximal Kategorie B. Da sieht man Abseilring. Also man könnte da sogar sich abseilen, aber klettertechnisch überhaupt nicht schwer. Kurze versicherte Passage. Geht jetzt da um. Da rauf er bereits wieder versichert. Kann man hingreifen, aber auch genug für Tritte und Griffe an die Felsen, die sogar sehr kompakt sind.
Ja, einmal jetzt links über den Kamin und einmal rechts über die Schusterrouten rauf. Da ist die Variante Kamin. Das Schneeviertel ist da ein bisschen bedrohlich da. Ich habe Spikes dabei. Das Schneeviertel wird zuerst hier unten gequert. Das heißt, da muss ich gar nicht rein. Die einzige Gefahr wäre, dass das Schneeviertel überhaupt abgeht. Aber es ist schattig, da ist keine Gefahr aktuell. Ich werde mal die Variante Kamin aufprobieren. Und dann gehen wir selbstverständlich die Schusterroute runter. Da haben wir jetzt einen weiteren Gefahrenmoment, den es zum Mitbedenken gilt. Der Fels, die Platten da sind teilweise nass. Das heißt, Ausrutschgefahr, und wenn es da ausrutscht, fliegst du über den Abbruch runter. Dass du eine Vorstellung habt, so ist die Steilheit da runter, und wenn es da ausrutscht, landest du unten im wilden Freithof. Der Freithof ist auf 1500 Meter, also 760 Höhenmeter, ungebremster Absturz. Da kannst du dir vorstellen, wie dann dein Leich ausschaut. Ausgesetztes Gehgelände. Und ab da geht es jetzt versichert auf. So, und da vorne ist jetzt der Kamin. Jetzt ist mir vorher der GoPro eingefroren, darum habe ich die andere Kamera aufgestellt herum, bin abgeklettert und habe euch das Stell noch einmal von oben gezeigt. Jetzt geht's, Ausstieg, Kamin. So, das war das von oben. Und da vorne sind wir gleich in der Sonne. Na, herrlich. Herrlich. Burgschellerhaus. 2,5 Stunden über den Kamin. 2,5 Stunden. Über die Schusterrouten und dafür geht der Mandelgrat. Wir gehen auf den Gipfel vom Göll. Let's
erste versicherte Stelle bis zum Gipfel. Nichts Spaß, bisschen ausgesetzt, aber abgespeckt. Leute, so lobe ich mir das, wenn ich als Girl Franz mein Girl für mich allein habe. Das ist schon eine gewaltige, bombastische Stimmung heute hier oben. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich mache mir jetzt ein gemütliches, kriegt geile Zeitrafferaufnahmen. Und dann geht es über den Salzburger Steig, über den Schustersteig runter. Bergheil. Da unten. Alter, was darf ich da herum in meinem Leben? Das ist mein Berg. Das ist mein Berg. Ich hoffe, die Zeitraffer haben euch gefallen. Es ist ziemlich kalt und darum mache ich mich jetzt wieder auf dem Weg runter. Die Stimmung ist halt echt bombastisch. Man sieht sogar ganz hinten, hört es gerade ein bisschen in die hohen Tauern rein, wo ihr das nächste geile Video seht. Wie gesagt, ein richtig geiler Grat mit genialer Stimmung. Vor allem Sebastian, wer das nicht verpassen will, Kanal Hirzern abonnieren und wir gehen Hirzern die Schusterrouten runter. Viel Spaß, ihr seht noch richtig coole Sonnenuntergangsaufnahmen. Im Tal gibt es noch wie immer Resümee zur Tour. Da habt ihr dann alle Informationen, die ihr braucht.
Da unten sehe ich den Mandelgrat. Eine wunderschöne Tour. Habe ich schon einmal dokumentiert, allerdings habe ich da noch nicht mit euch gesprochen. Schreibt es gerne unten rein, ob ihr den auch noch mal sehen wollt. Rechts ist Einstieg Kamin, wo ich aufgekommen bin. Und gerade geht's Mandelgrat und Schusterroute. Da trennen sich jetzt wieder die Wege. Links Kehlstein, Kehlsteinhaus über Mandelgrat, Obersalzberg. Rechts Burgschellerhaus, Salzburger Steig, das ist der Schustersteig. Und Rosfeldstraße, Nahrankasa, das ist mein Parkplatz. Da geht's jetzt für mich runter. Es schaut so aus. Ist alles seilversichert, teilweise ziemlich ausgesetzt. Natürlich hat es bereits alles im Schatten. Nordseite. Ich ziehe mir auf jeden Fall jetzt wieder einen Helm an. Kamera vorerst nicht am Helm, wie ihr seht, aber dafür Helm aufgesetzt. Sonnenbrille aber da brauche ich dabei eh nicht. Kamera am Selfie-Stick. Da kann ich euch ein paar coole Aufnahmen zeigen. Bin ich flexibler. Schustersteig ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, A, B, maximal B. Ich werde es korrigieren, falls ich falsch liege. Teilweise ausgesetzt, dann wieder nicht so steil. Zusätzlich zur Seilsicherung auch ein Board. Das heißt, man könnte schwächere Geher bzw. jemand, der da ein bisschen Angst hat, kann man auch mit dem Seil zusätzlich noch sichern. Zumindest da oben. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich euch nicht alle anschaue, aber ich muss mich aufs Steigen auch konzentrieren. Auch da wieder ein Board. Definitiv ein ausgesetzter Steig. Wie man sieht, da vorne ist der Schustersteig aus, kommt da vorne zusammen, Weggabelung, wo es zum Kamin geht, da bin ich vorher unten um und drüben rauf. Also bald geschafft. Aber es ist dann noch lange nicht geschafft. Es wird danach auch noch sehr anspruchsvoll sein, weil es ist ein alpiner Steig, ist kurz oberhalb vom Burgschellerhaus, der eben keine Fehler erlaubt.
jetzt geht es da noch ein bisschen um und dann haben wir es eh schon geschafft. Jo, Leute, das waren jetzt die Schwierigkeiten im Schustersteig gewesen. Wie hat euch das gefallen? Jetzt gehen wir noch gemeinsam runter und dann gibt es Resümee. Von da oben sind wir jetzt her. Gipfel ist noch ein bisschen, ein paar Wolken sind rein. Traum auf den Blick auf die Göhe Ost. Und mittlerweile haben wir schon eine schöne Abendstimmung. Jetzt geht es noch runter, ein bisschen ist noch zum Aufpassen. Und auch wenn ich bald safe bin, mache ich ein Resümee. Ja, liebe Leute, während da drüben hört ja gerade die Sonne untergeht und ich die letzten 100 Höhenmeter in den Sattel runtergehe und da drüben die Motorräder so einen Wirbel machen, dass das bis auf den Gipfel vom Hohen Göll hörst. Währenddessen mache ich jetzt dann das Resümee zur Tour auf dem Hohen Göll über den Kamin rauf und über den Schustersteig runter. Ihr habt bei der Tour insgesamt 1300 Höhenmeter im Auf- und Abstieg zu absolvieren. Es sind insgesamt von Auto zu Auto ca. 12 Kilometer zu absolvieren. Und von den 1300 Höhenmeter sind bis auf die letzten 100 Höhenmeter jeder Höhenmeter voll zum Aufpassen. Das heißt, ihr müsst da wirklich, bis ihr da unten seid, volle Konzentration geben. Wer eben alpine Erfahrung, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit mitbringt, sich sicher fühlt im Klettern bis maximal 1 plus Gelände, auch wenn es abgespeckt ist, für den ist diese Tour richtig was Cooles. Da kann sich auch an meiner Zeit orientieren, die ich gebraucht habe, mit Pausen und mit Filmen habe ich von Auto zu Auto insgesamt dann 5 Stunden gebraucht, 3 Stunden nicht ganz im Aufstieg und 2 Stunden vom Gipfel bis zum Auto retour. Ansonsten ist die Tour eben mit 5 Stunden von unten bis zum Gipfel rauf angeschrieben und von oben eben 2,5 Stunden bis zum Burgzeller Haus und danach halt, was man noch retour geht. Ihr habt es gesehen, aktuell ist die Tour schneefrei. Das heißt, ihr braucht gar nichts, ihr braucht keine Steigeisen, ihr braucht keine Grödel, keine Spikes, ihr braucht keinen Pickel. Ich würde euch empfehlen, nehmt einen Helm mit zur Sicherheit, Schustersteig und Kamin, wenn da oberhalb wer ist und ein Stein abtritt, mir sei dran auskommen, dann hast du einfach ein Problem. Und ein Helm ist einfach ein bisschen eine zusätzliche Sicherheit. Nehmt euch auch genug viel zum Trinken mit. Burgzeller Haus ist die letzte Möglichkeit, dass ihr euch eine Wasservorräte auffüllt. Und von da sind es aber nachher eigentlich noch ja, fast 1000 Höhenmeter bis auf den Gipfel rauf. Recht viel mehr gibt es zu dieser Tour nicht mehr zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video wieder mal. Daumen nach oben, Daumen nach unten, wird beides gezählt.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir unten rein in die Kommentare, hinterlasst auch gerne Anregungen und Kritik. Wer in Zukunft nichts mehr verpassen will auf unserem Kanal, hört an den Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn das nächste richtig geile Video dieser Grad auf einem besonderen 3000er online geht. Das ist nämlich schon Anfang nächste Woche. Vielen Dank, wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Wer geil, bleibt geil. Ciao, pfiat euch.